Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herr der Ringe Online. Heute beginnen wir mit Update 32 Rangers and Ruins, Waldläufer und Ruinen. Und ihr habt gesehen, da gibt es ganz viele neue Reitpunkte hier bei diesem neuen Stallmeister in Bruchtal. Gibt es also jetzt wieder Punkte, die man neu bereisen muss. Und das bedeutet, die Trollhöhen, die sind geupdatet, die sind jetzt verändert. Und dafür müssen wir uns jetzt mal erstmal umschauen. Also erstmal werden wir die ganzen neuen Ställe, die ganzen neuen Punkte freischalten. Hier bin ich jetzt auch mal ganz kurz zum normalen Stallmeister geritten. Dort können wir natürlich auch mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Und da sieht man schon, ja, man muss ein bisschen die alten Punkte abreißen. Wenn man halt in den Trollhöhlen schon mal war, dann muss man jetzt nochmal los und die ersten Punkte freischalten. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Weg zeigen, nicht jedes einzelne Reiten. Also ich versuche so viel wie möglich vom neuen Gebiet zu zeigen. Nicht nur die Reitpunkte sind neu, sondern es gibt auch ein paar neue Quests und es gibt ein ganz neues Gebiet in den Trollhöhen und das gucken wir uns natürlich auch in Ruhe an. Dafür aber erstmal jetzt ein bisschen Übersicht. Ich bin jetzt ruhig, am Ende vom Video, da hören wir uns wieder und solange könnt ihr euch jetzt die Trollhöhen mal im neuen Glanz anschauen mit neuen Reitpunkten, mit neuen Quests und so weiter und so fort. Kurz davor gehen wir aber nach vor den Schatten, also nach Schwanenfleet. Das ist ein neues Gebiet, das kommt erst mit Update 34. Da brauchen wir noch ein bisschen was für, das kostet auch wieder extra Geld. Ja, das eine ist im VIP-Abo drin, also im Abonnement drin. Und die anderen Sachen hier, das muss man extra kaufen. Das seht ihr auch hier über dem Charakter. Ich habe ein Lifetime-Abo, kriege eigentlich alles kostenlos. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Tja, aber doch nicht alles. Ist leider ein Low-Level-Gebiet, ja, vor den Schatten ist kein High-Level-Gebiet, aber trotzdem gibt es wieder natürlich ein paar Instanzen und sowas, die dann man auch mit 140 spielen kann. Ich greife jetzt aber schon vor, weil wir sind gerade, wie gesagt, bei Rangers und Ruins Update 32. Das hier ist jetzt Update 34, was ihr hier gerade seht, was man also jetzt eigentlich kaufen kann. Aber da arbeiten wir uns natürlich langsam, aber sicher hin. Aber das meiste ist heute Trollhöhen. Bisschen Übersicht und ich bin jetzt ruhig, ab jetzt könnt ihr einfach gucken. Ich werde auch noch meine legendäre Waffe heute upgraden, also da werdet ihr auch ein bisschen was von sehen. Ist jetzt nicht gerade so der Hammer, aber man muss sich ja vorbereiten, ne? Alles bereit machen jetzt nach Gundabad, also die legendäre Waffe toll machen und dann geht's in die Trollhöhen. So, jetzt bin ich aber wirklich ruhig. Megovannen. Thank you.
Ich grüße euch. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Seid gegrüßt. Kann ich euch irgend... Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Bleibt noch einen Moment.
Ich grüße euch. Mego Vannen. Bleibt noch einen Moment. Bleibt noch einen Moment. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Was kann ich für euch tun? Bleibt noch einen Moment. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen?
Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Hört meine Worte. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was kann ich für euch tun? Was benötigt ihr? Hier werden wir das Update 32 Rangers and Ruins weiterspielen beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.